Liebe Aqua Latium Freunde, liebe Aqua Fit Mitglieder, ich bin Farshad, der neue Fitnesstrainer im Team Aqua Fit. Heute habe ich euch ein paar Übungen für die Beine vorbereitet, weil ihr nicht ins Fitnessstudio kommen darf leider. Und machen wir das Ganze zusammen. Natürlich mit Aufwärmen zeige ich euch, wie wir uns aufwärmen können gemeinsam. Und dann geht's los. Aufwärmen habe ich vorgesehen mit Jumping Jack. Jumping Jack heißt also springen sowie Schmetterling und Beine und Arme bewegen sich gleichzeitig. Das machen wir so. Füße und Knie nach außen zeigen, die Füße hüftbereit, die Hände kommen seitlich über den Kopf wieder runter und das kombinieren wir mit Springen und sieht das Ganze so aus. 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Das können wir auch ein bisschen leichter machen für diejenigen, die Knieschmerzen haben oder für die Schwangere. Und ohne Springen, und das machen wir leicht auf die Knie kommen. Die Hände bewegen sich natürlich ganz normal über den Korb und kommen wir auf die Knie leicht runter. Das sieht so aus. 1, 2, 3, 4, 5. Das macht ihr bitte 15 Wiederholungen, das mache ich jetzt nicht. Und macht ihr bitte 15 Wiederholungen und dann geht's los mit Kniebeugen. Kniebeugen kennt jeder. Ich zeige natürlich, wie wir das richtig machen können. Wieder die Füße hüftbereit, Fußspitze und Knie leicht nach außen zeigen. Was ganz wichtig ist, Bauchnabel reinziehen, Oberkörper gerade, Blick nach vorne, die Hände und Arme kommen nach vorne, tief runter. Ich mache natürlich seitlich, damit ihr das seht. Po kommt unter den Knien, das heißt, sieht so aus. Wieder hoch. Das machen wir wieder. 15 Wiederholungen gemeinsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lächeln nicht vergessen. 11, 12, 13, 14, 15. Sehr gut. Ein bisschen schütteln wir die Beine, damit wir uns vorbereiten für die nächste Übung. Die nächste machen wir mit Ausfallschritt weiter. Ausfallschritt kennen viele. Wenn nicht, kein Problem, zeige ich euch natürlich. So, ein großer Schritt nach vorne. Ganz wichtig, wieder die Brustmuskulatur, Oberkörper aufrecht nach vorne zeigen, Bauchnabel wieder reinziehen. Runterkommen. Was ganz wichtig ist, das vordere Bein und hintere Bein 90 Grad Winkel haben. Wenn wir von oben gucken, das Knie darf nicht über die Fußspitze kommen. Wir machen für eine Seite erstmal 15 Wiederholungen, dann die andere Seite insgesamt 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Ich mache noch extra 5 Wiederholungen. Die andere Seite für diejenigen, die Knieprobleme haben. Sie können ein bisschen leichter machen. Und zwar so ein bisschen kürzerer Schritt. Nicht so tief runterkommen. Aber achtet darauf, dass wir die vordere Oberschenkel belasten wollen. Das heißt, sieht so aus, ganz leicht runterkommen und damit können wir vordere Oberschenkel ein bisschen belasten. So. So, ein bisschen die Beine wieder schüttern. Machen wir mit Hüftheben weiter. Ihr habt zu Hause alle Teppich oder Matte. Ich habe keine Matte hier, aber kein Problem. Ich kann euch auf den Boden zeigen. Auf die Rücklage. Ganz wichtig, die Füße nah zu dem Po. Die Handfläche auf dem Boden. Jetzt, was wir machen müssen, einfach die Hüfte heben, unsere Hüfte hochheben. Und ganz wichtig, nicht überstrecken und den Po
zusammenziehen, wenn wir hier oben sind. Das heißt, das Ganze machen wir natürlich wieder 15 Mal. 1, 2 Sekunden oben bleiben, Po zusammenziehen, wieder runter. 2, 3, 4, Po zusammenziehen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, noch 5, 1, 2, 3, 4 und 5. Das Ganze macht ihr natürlich 3 Sätze. Vorteil ist bei Hüftheben, dass wir unsere Gluteusmuskulatur oder Po-Muskulatur trainieren und auch gleichzeitig hintere Beinmuskulatur. Mit diesen 3 Übungen, die ich euch gezeigt habe, könnt ihr die komplette Beinmuskulatur trainieren. Macht bitte 3 Sätze zu Hause. Und für diejenigen, die sich damit gut auskennen, einfach ohne Video, wenn nicht, Video wieder von vorne spielen lassen. Und jetzt los. Viel Spaß.